Wir machen heute gemeinsam einen Rundgang über das Firmengelände von TechSip. Insgesamt haben wir hier über 40.000 Quadratmeter zur Verfügung. Die sind noch nicht ganz alle bebaut. Und da haben wir noch ein bisschen Platz für unsere Vision. Komm mit! Hier ist unser Empfangsbereich. Hier sieht Katrin, unsere Empfangsassistentin, die so für allgemeine Anfragen zuständig ist. Und jetzt gehen wir in die Akquiseabteilung. Hi Alex. Hi Julie. Wir sind jetzt hier in Alex' Büro. Alex arbeitet in der Akquiseabteilung und das ist die Abteilung, die in der Regel den allerersten Kontakt zu unseren potenziellen Kunden herstellt. In diesem Gang sind die Büros unserer Programmierer und der Geschäftsführung. Und wir schauen jetzt direkt mal, ob Erik gerade da ist. Hi Anni, hi Erik. Hey Juli, hallo. Hier auf diesem Gang sind die Büros unserer Kundenberaterinnen und Kundenberater. Und auch die Marketingabteilung, und da gehen wir jetzt direkt mal schauen. Hallo Anne! Hallo! Hi Sven! Wir stehen jetzt hier im Büro vom Leiter unseres Kundenberaterteams, und zwar ist das der Sven. Und Sven hat den kompletten Überblick. Eine Tür weiter ist auch schon das Büro unserer Druckvorstufe. Da gehen wir jetzt aber mal nicht rein, weil die nämlich gerade schwer beschäftigt sind. Wir befinden uns hier quasi im Herzen unserer Firma. Es ist aber ein kleines bisschen laut hier, denn wir sind gerade in der Druckhalle und hier werden alle Drucke gemacht. Also über Folie, Platte, Plane, Mesh und so weiter und so fort. Das alles passiert hier. Jetzt gehen wir rüber in unsere Konfektionsabteilung. Hier werden die gedruckten Materialien weiterverarbeitet, zum Beispiel gefräst, geschnitten, geölt, geschweißt, genäht und dann am Ende auch für den Versand verpackt und vorbereitet. Jetzt schauen wir noch mal kurz in unserer Einkaufsabteilung vorbei. Die sind unter anderem für die Materialbeschaffung zuständig. Hallo! Hi! So, und das war's auch schon wieder mit unserem kurzen Rundgang durch die Firma. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib gerne in die Kommentare, falls du noch mehr über die einzelnen Abteilungen erfahren möchtest. Ansonsten gerne einen Daumen da lassen, die Glocke anschalten für die Benachrichtigungen und auch gerne ein Abo da lassen, falls du es noch nicht getan hast. Und dann wünsche ich dir noch einen super schönen Tag.